Danke, Hybrid. Senior ist aber echt ein stolzes Alter. Wobei, na gut, mein einer Kater ist jetzt 9. Hab einen Twink. Suret, warum das denn? So, jetzt welches Volk, welche Klasse? Der gleiche Server? Ich will wieder Noob sein. Wollen wir zusammen Noob sein? Schurke, Mensch, später. Mensch, dann treffe ich dich ja irgendwann im Laufe der nächsten Stunden. Ich glaube, ich habe etwas vergessen. Ich habe die letzten paar Minuten versucht herauszufinden, was mir fehlt. Und ich glaube, ich weiß es jetzt endlich. Mein Spazierstock. Ich habe ihn an die Außenwand meiner Hobbithöhle gelehnt. Und ihn nicht mitgenommen, als wir aufbrachen. Könntet ihr wohl zu meiner Hobbithöhle zurücklaufen und meinen Spazierstock holen? Ich dachte, es wäre leicht zu gehen. Und es war auch leicht. Es war leicht, ohne meinen Spazierstock zu gehen. Aber ich vermisse ihn schon. Und schaffe es nicht mehr lang ohne ihn. Ich werde weiter nach Wasserau reisen, während ihr meinen Spazierstock holt, damit es zu keiner allzu großen Verzögerung kommt. Wir treffen uns in Kürze im Zentrum von Wasserau. die Katze von meinen Eltern ist 14 geworden und meine erste ist 15 geworden. Das ist so Standard bei Katzen. Also mein erster Kater ist auch 14 geworden und der andere 13. Mein halbes Inventar ist schon voll. Fühle ich! Ganz gewaltig! Was denn, mache ich jetzt? Iron! Spiel Herr der Ringe online! diese Bele eigentlich. Bele ist halt die Abkürzung für den Server. Belegard. Belegard? Belegard, glaube ich. Belegard, so. Belegard, genau. Belegard. Ist sie einfach nur die Abkürzung für den Server. Einfach nur Bele. Die Katze von meiner Ma ist letztes Jahr kurz vor 21 gestorben. 21 ist ein stolzes Alter. Der Pär ist mein erster Kater und bis jetzt fit wie ein Turnschuh. Gerade wo der Dicke eingezogen ist. Bis das geladen ist, muss ich ins Bett. Ach was. Komm schon, Iron. Gib dir einen Schubs. Komm schon. Komm schon. Der Teil der Crew. Teil der Crew. Teil der Crew. Ich versuche überhaupt nicht. Nein, warum steige ich denn vom Pferd? Da bin ich blöd. Ein 42er. Also noch mehr nach Michelbinge. Ich schub dich gleich. Warum denn? Ein Ring für die Samtpfoten. Ein Ring, die Samtpfoten zu knechten. Wie alle mich mit Milch zu trinken. Tränken. Weiter komme ich nicht. Weiter geht meine Fantasie gerade nicht. Bin hier versucht, aber ich habe schon FF14. Ja, wir haben alle schon FF14, Iron. Wir haben alle schon FF14. Alle. Jetzt komm! Ich hol gleich die Fleischpeitsche. Nee, da habe ich schon ein Exemplar von. Nein, ich lehne dankend ab. Man ist das toll als Noob. Ja, ne? Noob sein ist toll. Wo ist dieser scheiß Spazierstock? Spazierstock! Spazierstock! Spazierstock? Spazierstock! Habe ich auch. Und wem zwischendurch noch. Also das ist keine Ausrede, mit FF14 geht das wieder los. Spazierstock! Hallo! Ich finde den nicht. Ist die Scheiße.
So viele Räume hat er nicht. Das ist doch seine Höhle, oder nicht? Hä? Bin ich blöd? Hallo? Ich habe noch Teso. Das habe ich auch. Iron, ich habe auch Teso. Ich habe Teso, ich habe FF14, ich habe WoW, ich habe Fiesta Online, dann noch zig Einzelspielerspiele und HDRO. Lotro, wie auch immer. Das sind alles schlechte Aussehen. Kann mir mal einer sagen, wo dieser scheiß Spazierstock ist? Kehrt zu Bingos Hobbithöhle zurück und holt seinen Spazierstock. Ja. These, ist das doch dieses Klebegerolle in meiner Schublade? Mann. Ich finde den Spazierstock nicht. Nicht blöd. Wenn einer den Spazierstock sieht. Frei. Bist du draußen? Bin bei der richtigen Höhle, oder? Oi. Ein Mischfädchen, die zu knechten, die Sampfoten zu finden, ins Game zu treiben und ewig daher zu im Lande zwischen von der Gruppenzang droht. Iron, das ist geil. Das ist geil, das muss ich mir merken. Das muss ich mir merken. Das ist richtig geil. Das ist nicht richtig geil. Danke, Frisches! Danke für den Hinweis! Manu! Manu! Ich schreibe es in die Chat. Ja, sehr geil, danke! So, jetzt sollen wir nach Wasser, ne? Ui. Warte mal. Ich will vorher noch einmal kurz Crafting betreiben. Ganz kurz. Müsste hier hinten sein. Dicker Hut. So, ich glaube, ich habe noch ein bisschen was an Erzen, die ich verwenden kann. Sieht es mit Gold aus? Nee, den immer noch genug. Also immer noch eine Menge. Hab ich. Dürfer einschmelzen, Kupferbarren, alle. Das kann lange dauern. Das kann ja sicher noch um Stunden handeln hier. Ich krieg's ja langsam Rappelfund. Ich meine ja nur. Datei 4.900 von
4.100, ja. Ja, wir mussten da alle durch, Mappa. Ich bin ja mal gespannt, auf welchen Server du da kommst. Also für mich ist es ja... Ich bin eh auf beiden. Aber Iron, dann hast du es hinter dir. Desto schneller es erledigt ist, desto schneller kannst du Teil einer Sandpfoten-Legende werden. Das wird nicht besser. Oh Gott. Das findet nicht gut. Das habe ich schon, ne? Jo, das habe ich schon. Edelsteine. Wozu brauche ich die Edelsteine? Katze vom Tisch werfen. Vergiss es. Aber. Iron. Lieb, guck. Dann sage ich dir nächste Woche, wenn es fertig ist. So lange dauert das nicht. Ich habe als Gruppenzwang fast und bin da gestern schon fast gestorben. Ja, siehst du, bei Herr der Ringe stürmst du nicht so leicht. Rein theoretisch. Polierter Achat. Was kann ich mit diesen polierten Dingern machen? Egal, wir fertigen erstmal. Schau mich nicht in diesen Ton an. Aber. Wir kriegen dich schon hier rein. Gleich nicht mehr heute. Aber in allzu naher Zukunft kriegen wir dich ins Spiel. Ganz lieb und verzickt guck. Schade, Mädchenreich. Und dann bin ich ab nächste Woche sowieso out of order. Das zählt nicht. Komm schon. Kann sich noch um Stunden nehmen. Eigentlich will ich nur das Ding da hochkriegen. Und bis dahin kannst du noch mitspielen. Stimmt. Desto schneller du es hast, desto mehr kannst du mitspielen. Komm. Bis Ende der Woche machen wir mit Lerde unsicher. Dann das neue Ziel für Planet Zoo rauskommt. Polarfüchse. Füchse. Ja, stimmt. Stimmt. Nächste Woche gibt es auch wieder einen Planet Zoo Stream. Das spielen wir ja wieder Planet Zoo. Ja, da war was. Ich erinnere mich, ich brauche einen Ofen. Der Ofen ist da. Kann ich irgendwas hier machen? Ne, müsste ich jetzt alles dazu kaufen. Okay. Komm, essen wir hier einfach mal was. Hier gibt es aber Hobbits. Ja! Und es gibt hier... Oh, ja, Füchse. Ich sage es mit so viel Liebe, wie ich es gerade aufbringen kann. Nö. Irgendwann wirst du Teil des Ringes der Katze sein. Kastige Hobbits. Das wird noch früher passieren, als du glaubst. Vertrau mir. Wie kannst du ins Wasser schubsen? Ach ja. Ich war schon immer gegen Gruppenzwang.
Ganz gegen Gruppenzwang kannst du nicht sein. Du hast dir Phasmo geholt. Außerdem ist es kein Gruppenzwang, es ist ein Kuschelzwang. Der Kuschelzwang, der, ne? Aber du spielst Phasmo. Nein, alles gut. Alles gut. Irgendwann möchtest du ganz freiwillig mitspielen. Und an dem Tag werden wir dich freudig erwarten. Das hat mir in den Kopf geworfen, weil ich das Mob so weit aufgerissen habe. Oh. Oh. Oh, Phasmo ist doch bestimmt toll. Ich hab's ja bisher nur einmal ganz kurz gespielt. Weil Klein Kaius ja etwas ängstlich war. Puste die Beule weg. Irgendwas verfolgt mich. Irgendwas verfolgt mich ganz gewaltig. Oh, Kupfer. Nö, bisher nicht. Bisher nicht, Mappa. Nein, ich habe einen Mückenschwarm angegriffen. Wie kann ich nur so verpeilt sein? Ich habe wirklich schon mal hingegriffen. Nein, guck schon. Danke. Rote Mippen. Mippen, genau. Das muss ich sonst auch mit dir. Ja, ich weiß. Ich Gut, dann kümmern wir uns hier einmal um Narzisschen. Mückenburger. Yummy, yummy, yummy. Hallo. Hey, du bist aber ein schicker Troll. Hast du denn so einen starren Blick? Wirklich. Unhöfliche Trolle. Lange um den zu belegen. Ja, ich glaube auch. Mücke am Spieß. Oder Mücken in a Speak. Bestimmt auch. Oder frische Mücke vom Grill. Oder Rippchen von der Mücke. Gibt es noch irgendwelche Gerichte, die man mit Mücken machen kann? Mückencocktailsalat. Mückenragout. Ihr habt den Stern gefangen. Glückwunsch, Mappa. Es tut mir leid, ich war in Gedanken ganz woanders. Dürfte ich euch um Hilfe bitten? Soll mit dem Grenzer sprechen? Ach, in Afrika machen die das wirklich. Das Mückenburger-Patties machen. Die fangen die Mücken mit nassen Tüchern und formen dann die Dinge daraus. Braten und essen die. Boah. Bah. Widerlich. Widerlich. Ja, yeah, Samtpfotenschnurren. Und getrunken habe ich eben auch. Ich könnte ja jetzt gerade schon wieder auf Bruschetta. Ich habe gerade irgendwie voll Bock auf Bruschetta. Oder auf diese Mini-Pizzen. Ich weiß, was ich auf den nächsten Einkaufszettel schreibe. Piccolinis, Mini-Pizzen.
brauchen wir? Wo muss ich eigentlich hin? Ach, da ist der Grenzer. Ich bin an dem vorbeigeritten. So, ich bin satt. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Vielleicht mit Ulfa. Okay, dann sprechen wir jetzt einmal noch mit Ulfa. Proteine ist für die einzige, ist für die einzige Möglichkeit, dann zurück ranzukommen. Auch wieder wahr. Hallo. Sammelt die Befehle ein. Ach, das ist die Questreihe für die Instanz. Naja, okay. Ich habe mich schon gefragt, wann und ob wir in die Instanz reinkommen. Nein, nein, lass mich. Mein erster Satz höher als euer Niveau und ich bin barfuß. Er zeigt nur, wie tief unser Niveau sitzt. Sehr tief. Weißt du, ich habe schon irgendwie so das Gefühl, wenn ich morgen dann für YouTube wieder aufnehmen möchte, weiß ich, dass ich das gar nicht schaffe, weil ich die ganze Zeit an meinem Privatschar sitze, weil ich so Bock habe, weiter zu zocken. Befehl habe ich noch nicht, ne? Nee. Wir haben kein Niveau. Ja. Wir hatten mal welches. Wir hatten mal welches. Wir haben es verloren. Sind das eigentlich... alles für Briefe. Wer das ist Metall absporen, rüstet, Gold spielt. Das bräuchte doch alles gar nicht mehr. Die, okay, die Jungs zum Kesselflicker bräuchte doch gar nicht mehr. Unbewahrer. Das ist auf Englisch. Das hier. Meister Anwerkshalle von Schlucht. Privat oder geschäftlich? Das bräuchte ich doch eigentlich auch nicht, oder? Den einmal noch mal kurz verkaufen. Schneiderkunst. Goldschmiede. Waffenschmiedekunst. Das ist, glaube ich, auch Goldschmied. Singen tue ich nur im Stadion. Nicht mehr da. Gelehrte. Schneiderkunst. Kann ich auch mal verkaufen. So. Ich bin viel zu oft auf mein Äußeres reduziert. Meine Bösartigkeit, der verdorbene Charakter und mein geschmackloser Humor bleiben da voll auf der Strecke. Oh. Aber was? Bei Bösartigkeit. Oh, wir haben die Befehle gesammelt. Das ging jetzt aber schnell. Hey,
Warum will mein Pferdchen nicht? Vorher noch ein Tor. Du hast zu viel Asterix und Obelix geguckt, Frisches. Viel zu viel. Ich singe auf dem Weg zur Arbeit, vor allem morgens um 7 Uhr lautstark, wenn der Rest im Ort noch pennt. Oh, das ist eigentlich ist das mega cool. Schweine für Pfefferminzsoße. Davor noch ein Tor. Nein. Nein. Was benötigt ihr? Achso, ja, dann nehmen wir die Schweinswürste. Kommt, bleibt einen Augenblick. Rede mit Ulfa, eine Geschichte. Juhu, Instanz. Story. Der Steintroll des Binsenmoors, eine schreckliche Sagengestalt, durchstreift das Moor von den Zwergen, die ihn fangen wollen, in wütende Raserei versetzt. Unsere Aufgabe wird nicht leicht sein. Wie viele Punkte habe ich jetzt eigentlich? 98 erst. Na gut. Innerhalb eines Tages kann man auf seine 100 kommen. Komm. Gut. Was für eine schreckliche Plage. Eine wirklich schreckliche Plage. Ich weiß noch, wo Merkel oder so bei euch spielt. So gut. Oh Gott, bei Fußball bin ich auch wieder raus. Ich kenne mich auch viel zu wenig mit aus. Eigentlich bin ich im Stadion immer nur zum Trinken. Nur weil es irgendwie spaßig ist. Aber wirklich wissen, was sie da auf dem Feld tun, weiß ich nicht.
Komm zu mir. Komm, gut, 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 gut. Super. Lauf doch. Wie will das gerade hier nicht erkennen? Jetzt aber. Oh, da sind ja auch noch welche. Konnte ich euch nur übersehen? Ich verstehe das alles nicht. 20 Erwachsene Menschen laufen einem Ball hinterher, haben die ihn treten wieder weg. Zwei Personen verhindert, dass der Ball in den Kasten da kommt. Danach der Schiri, der versucht alles zu verhindern. Bis er mal interessant wird und gut vorgegossen wird, wollen immer alle voll ätzend. Ja, ist so. Das ist echt so. Freunde, oh, ich habe mir getan. Nicht gegen Fußball. Es ist eine Leidenschaft. Kein Kommentar. Gegen Dusseldorf. Fußball ist wie Elben, brauchst kein Schwein. Dann lieber Football und Eishockey. Iron. Nichts gegen Elben. Oder meinst du normale Elben? Ich bin ein Hochelb. Ich würde jetzt ganz, ganz genau überlegen, was ich antworte. Da brauchst du gar nicht so zu lachen, Iron. Nein. Bisschen Elben haben doofe Ohren. Was hast du gegen meine Ohren? Hä? Was hast du gegen meine Ohren? Das diskutieren wir jetzt aus. Das ist ja klar, oder? Das sind wunderschöne, wohlgeformte Öhrchen. Wirklich? Ich stehe euch zu Diensten. Sind doch sexy, die Ohren. Ja, siehst du? Lasst uns. Sieht Mappa genauso. Was wollt ihr? Können die wahrscheinlich nichts gebrauchen. Nee. So, ich muss langsam ins Heierbettchen. Dann komme ich gleich nochmal ganz kurz hoch und sag dir gute Nacht. Jetzt können wir erstmal gucken, wo wir jetzt nächstes hin müssen. Ich glaube, wir müssen nach Wasser, oder? Also hier.
So. Gut. Dann bin ich auch noch mal ganz kurz oben. Sag meinem Schatz ganz kurz gute Nacht. Bin ich gleich wieder da.